Die Blindenschule ist ein ganz besonderes Projekt für uns und da hängt wirklich unser Herz dran. Wir haben dort Sabina getroffen und ihre Eltern wollten sie einfach nicht in diese Schule lassen, weil sie betteln sollte. Und sie hat gutes Geld gebracht. In Indien ist es so, dass die Familie unter einem Fluch steht, wenn sie ein blindes Kind hat. Blinde Kinder gelten in diesem Land gar nichts. Sie werden zum Teil auf den Müll geworfen. Die Verantwortlichen haben gesagt, gebt uns das Kind in die Blindenschule und lasst es nicht jeden Tag betteln, weil da lernt es nichts, sagt, da kommt es nicht mehr weiter, da kann es in der Zukunft nicht mehr leben. Und die Eltern wollen das Kind nicht hergeben, weil es gut Geld gebracht hat. Und nach langem Hin und Her, nach einem halben Jahr, kam sie dann doch in die Blindenschule, wo sie etwas lernen kann und ein lebenswertes Leben hat und nicht mehr betteln gehen muss. Ein Tag mehr Essen hilft nicht so sehr viel weiter, aber wenn man in Bildung investiert, kommen die Menschen weiter. Sie können selber wieder andere ausbilden und haben auch einen eigenen Lebensunterhalt. Und es ist so wichtig, dass man diesen Kindern eine Chance gibt für Bildung, dass sie in die Schule gehen können und etwas lernen dürfen. Und so kann sie hier in der Blindenschule sein und ist ein fröhliches Kind. Und das ist was Tolles. Das Missionswerk Karlsruhe hilft dort, wo es kann. Nicht nur in Indien, sondern auch in Deutschland, Südafrika und in Israel.